Und damit herzlich willkommen zurück bei The Evil Within. Und zwar im Kapitel 3, die Klauen der Horde. Im letzten Part sind wir gerade so vor so einer komischen Meute entkommen. Aber ich schätze mal Kapitel 3. Dann sind wir so einer komischen Meute entkommen und konnten, die uns verfolgt hatten auf dieser Brücke. Oh, haben wir hier? Spritze. Spritze sind voll. Oh gut, dann kommen wir uns mal einen rein. Tut mir leid, Leute, ich muss mal gucken, dass ich die Steuerung wieder reinkriege. Rechts raus, genau, das war's im Inventar. Machen wir mal eine rein. Genau, jetzt war die hin. Dann nehmen wir einfach die neue mit. So haben wir immer die wertvollen Ressourcen bei der Tasche. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Mal ein bisschen Gel, Gel ist immer gut. Gucken wir mal weiter. Schön hell. Sieht geil aus, ja. Ich habe schon letztes Mal gesagt, das ist wirklich, das Spiel sieht einfach schön aus. Ich will da mal zugeben. Oh, was sieht das aus? Munition? Nee, Streichhölzer. Nö, den will ich nicht verbrennen. Das wäre mir jetzt zu viel Aufwand. Sache ist die, aber wie komme ich jetzt hier weiter? So. Direkt anfangen. Können wir uns ins Boot setzen? Nö, schade. Ich dachte, da könnten wir jetzt rein. Hier hoch können wir auch nicht, müssen wir vielleicht doch da lang. Ich will den vielleicht doch verbrennen. Damit denn, dass sich das Gestein da lockert und wir hoch können. Das ist natürlich durchaus möglich. Achso, ja, ich sehe schon. Es war gar kein Gesteinshaufen, es waren einfach nur eine Menge Leichen. Wahrscheinlich müssen wir die jetzt einfach verbrennen, alle. Ja, komm. Ach Leute, ja, eben gerade kurz vorher noch Alien aufgenommen und ich bin gerade noch so ein bisschen angespannt und ich habe mich so auf The Evil Within gefreut, weil das Spiel habe ich so lange gewartet schon damals, die ganze Zeit über und jetzt endlich kann ich es spielen. Und das Coolste ist mit euch, dann kann ich euch mal gleich mal zeigen, was ich für Blödsinn mache, weil ich ja des Öfteren so drauf bin. Oh, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ja, wie ist das denn passiert? Scheiße. Ist da jetzt einfach mal was gespawnt? Ist da jetzt einfach mal Kisten gespawnt? Geil! Nee, den Kollegen lasse ich da hängen. Kein Bock, dass ich den Zeugs da verbrennen muss. Okay. Was ist das hier? Das hat mich echt stark an das Dorf aus Resident Evil 4, ey. Aber... Oh, eine Axt. Kann ich mitnehmen. Geil, okay, ja. Ist aber eine Axt. Finde ich gut. Es gibt ja bessere Sachen, aber... Eine Axt ist schon ziemlich cool. Alles. Oh Gott, diese Dinger. Zum Glück sind das nicht nur Perlenteile, die immer so kloppen, wenn man durchgeht. Das habe ich ja damals jetzt als kleines Kind immer schon gehasst. Ich verbrenne die jetzt erstmal alle nicht. Alter, scheiße, wie krieg ich das jetzt kaputt? Kann man das jetzt schärfen? Anhalten. Blau Erfolg, Rot Fehlschlaf. Wenn die Nadel innerhalb der Umdrehung im blauen Bereich anhält, sich die Falle entschafft, Fallen bringen neue Teile. Ha, damit. Okay, das wäre ganz schön scheiße gewesen, hätten sie uns jetzt erwischt. Sag mal so, wir hatten jetzt noch genug Heilung, dadurch, dass wir jetzt zu viel, dass wir jetzt noch was hier gefunden haben, aber. Trotzdem. Man muss es ja nicht übertreiben. Mal hier raus? Nee, gut. Wir hatten hier hingeregelt. Ich meine natürlich, hingeblutet. Tut mir leid, an deine weiblichen Zuschauer. War natürlich wirklich nur ein Scherz. ja, gucken wir mal, was oben so ist. Weil jeder weiß, oben geht immer die fette Party ab. Es ist so gut wie nie unten. Ist hier irgendwer drin? Nee, gerade nicht, aber in der Zeit kann ich ja schon mal das Ding hier entschärfen. Sehr schön. Weitere Teile.
Ah, Gel. Gel ist immer gut. Kann sich schön in Haare schmieren. In ihres Bett. Oh, was haben wir denn da? Aus wie Streichhölzer. Sehr schön. Achso, da könnte man sich jetzt heiden. Ich dachte, dass man über die Spiegel zurückkommt, aber es sind anscheinend nur spezielle Spiegel. Weil wir anscheinend sonst nur, also die anderen Spiegel sind halt noch völlig normal. Und hier können wir uns beide Male verstecken. Ich hoffe, wir werden es nicht brauchen. Okay. Das ist ein bisschen dumm. Ja, gut, okay. Bis jetzt scheint hier noch nicht so viel los zu sein, aber ich kann mir richtig vorstellen, dass hier noch richtig die Post abgeht. Wenn wir hier einmal, keine Ahnung, bis zu einem gewissen Punkt gegangen sind, dass dann ein kleines geskriptetes Event kommt. Oh, ey, hab ich immer erschrocken, ey. Wegen diesem scheiß Vorhang, ich dachte, da steht wer. Hoffen wir mal. Naja, gucken wir mal. Wieder runter. Das Haus ist leer, jetzt haben wir eine Axt und ein paar Streichhölzer, was ziemlich gut ist, weil die könnten wir bestimmt auch hier brauchen. Dieses Treppen runtergehen, das dauert ja erbärmlich lang. Kommen wir jetzt nicht mehr raus. Oh Gott, sagen. Das ist doch sonst nicht die feine englische Art. Weil wir jetzt nicht unbedingt Englisch, auch wenn wir weder Briten sind, noch in England. Hier spielt Musik. Was ist das für ein Ort? Ah. Ah, ja, das ist die Musik, die uns jetzt dazu hinweist, dass wir da rein können. Was haben wir hier? Ja, unser nächstes Tagebuch von Sebastian Castanella. Castellanos. Dezember 2004. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin, Mira Hansen, ist ein echter Kracher. Zäh und geradlinig, genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen. Sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mit ihren heißen Arsch angesehen habe. Oi, 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 Inspektor Castanellos, was haben Sie denn da gemacht? Naja. Sowas gibt's also auch bei der Polizei, lieber Herr Inspektor. Aber soll ja uns nicht stören. Mein Kopf. Sie sah ja auch nicht verkehrt aus, die Kleine, beim letzten Mal. Das war ja doch ganz schnucklig. So. Ich würde sagen, leveln wir nochmal eine Runde. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt nächstes haben möchte. Geht es Ihnen nicht gut? Ach, wenn Sie mich so fragen. Es könnte mir besser gehen. So, dann leveln wir eine Runde. Der Stuhl ist aber auch echt verdammt feuchteinflößend, muss man ja mal zugeben. So, auf die Hütte drauf und dann wird gelevelt. Ich überlege mal, gucken wir mal, was wir als nächstes nehmen. Auch vielleicht mehr Dings. Fitness und so weiter brauchen wir alles nicht, denke ich erstmal. Ich denke, das lassen wir erstmal, wie es ist. Nahkampfschaden lassen wir auch erstmal so ist. Na, das kann man sowieso nicht leisten. Also die meisten Sachen kann man sowieso nicht leisten, das sind nur Kleinigkeiten. Das Reserve. Die Munition erhöhen. Wären schon mal nicht schlecht. Granaten erhöhen ist auch nicht schlecht. Also auf jeden Fall Streichhölzer erhöhen. Bin mir ziemlich sicher. Einfach mehr Streichhölzer mitschleppen, das ist immer gut. Munition ist auch gut. Nehmen wir auch mit. Und sonst noch was, was wir jetzt an der Waffe verbessern können. Feuerrate. Nachladegeschwindigkeit. Oh, das ist ja deutlich schneller denn schon. Halbe Sekunde allein. Genauigkeit. Kritisch. Ach, die hätten auch gar keinen kritischen Trefferschaden sozusagen. Ach, wisst ihr was? Wir machen einfach mal Nachladegeschwindigkeit. Und Genauigkeit. Ich find's so eigenartig, dass wir dafür Stromstöße bekommen, wenn die Waffe besser wird. Ich gehe auch nicht zum Mechaniker, lass mein Auto tunen und dann haut er mir einen Schraubschluss gegen den Schädel oder so. Das wäre ein bisschen eigenartig. Naja, zoomen wir mal jetzt einfach weiter Gel, würde ich sagen. Gel ist immer gut. Haben wir jetzt unsere Axt überhaupt noch? Wäre schade, wenn nicht. Ich würde die eigentlich gerne behalten. Ah, da war aber was anderes, als ich wollte. Munition. Ah, okay, hier müssen wir wieder schleichen.
Scheiße. Oh Gott, jetzt habe ich mich aber angestellt. Shit. Ich habe echt ein bisschen Schiss vor der zweiten Falle. Ich würde sie auch gerne entschärfen, aber ich habe jetzt Angst, dass das Ding auch hochgeht. Und wenn es hochgeht, sind wir tot. Und tot sein will ich nicht, weil ich bin relativ gern lebendig. Dann lassen wir die erstmal kurz so, wie sie ist. Wenn wir jetzt noch eine Spritze finden sollten, dann können wir uns das mit jemandem noch gerne nochmal überlegen. Oder wir machen es so hier. Nehmen die Flasche. Gucken wir uns hier nochmal um. Gucken wir uns hier um. Hier ist nichts weiter. Ist hier noch irgendwas? Ist das wie so eine Dachtür, kann das sein? Oder führt die? Wer ist da? Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Okay, nur? Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Oh Gott, ja. Mich auch. Die sind hier überall. Mist. Leslie ging durch dieses Tor. Ah, da müssen wir also jetzt durch. Also entweder brutal oder... Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Das heißt, ich mach Wenn gar sie nichts. Meinen. Was ist das hier für ein Gerät? Das können wir nicht betätigen, oder was? Schade. Abscheuliches Ding. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Ernsthaft? Leute, wie jetzt? Jetzt? Soll ich jetzt hier oben warten und schießen oder was? Hier drüben! Hier! Wie soll ich jetzt da weiterkommen? Hey! Hier drüben! Hier geht es lang! Der Typ ist echt mutig, verdammt! Ich dachte jetzt, diese Aufgabe bleibt jetzt an uns. Der Alte geht dabei noch drauf. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Respekt, Kumpel. Sind wir in einem anderen Gebäude wieder. Perfekt, sehr geil. Das war ein guter Treffer, würde ich sagen. Ist hier noch einer? Hallo? Ah, da. Seh dich doch. Alter! Hinter uns, echt jetzt? Ist mal gut sein, Freundchen, ey. Granate? Nice! Stielgranate. Diese Stielgranate ist ein Relikt von vor 100 Jahren. Niemand weiß, wie sie in den Privatbesitz gelangen könnten. Ja, das wüsste ich auch gerne. Gott sei Dank, könnte man nachladen. Komm ich jetzt auch. Den brauche ich nicht mehr verbrennen. Ich glaube, wenn sie keinen Kopf mehr haben, dann brauchen wir uns da auch keine Sorgen mehr machen. Jetzt nicht der Kollege von vorhin, wieder der hier hinten lag, da. Was ist ernsthaft? Wie ist jetzt aber verschlossen? Nochmal.
Das will ja natürlich anderweitig rauskommen. Hört sich echt nicht gesund an, Leute. Der sollte ganz mal zum Arzt gehen. Scheiße, ich brauch Deckung. Wieso schießt der auf uns? Das sieht so aus, als ob der einer von uns wäre. Also ein normaler Mensch eben. Versuchen wir jetzt anderweitig da hinzukommen natürlich. Vielleicht durch das Gebäude, dass wir dann bei ihnen mit reinkommen. Oh Mann, das wäre natürlich super. Komm schon, einmal hau. Streichhölzer, sehr schön. Streichhölzer sind immer gerne gesehen. Sind hier Gegner? Bis jetzt noch keine. Wir sind ja auch der leise Inspektor. Also, wer uns entdeckt, der muss schon wirklich gut sein. Oh, geil, Munition. Pass auf, ich sehe da schon, ich wollte gerade sagen, ich sehe da 7 Kugeln und es sind in Wirklichkeit 3. Schon ein bisschen verrückt. Alter! Bomben ausweichen, schleichen, ja. Hab ich nicht gesehen, sorry Leute, ich habe mich jetzt selbst genauso erschrocken wie ihr wahrscheinlich. Also, oder vielleicht ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Nächstes Mal machen wir die Medikit-Wirksamkeit, glaube ich. Dann haben wir natürlich mehr, glaube ich, haben wir mehr von. Das ist beim nächsten Mal, wenn so eine Bombe, also sobald sie einen Piepen hören, immer sofort im Schleichen gehen. Damit wir da nicht draufgehen mit. Ja, komm, die Hütte. Hätten wir auch hochgekonnt, okay. Ich gehe jetzt noch einmal um dieses ganze Rondell hier rum. Und dann finde ich einfach vielleicht mit etwas Glück etwas. Da drüben, da sieht doch mal was. Geil, komm, los. Loot, 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 loot. Oder wie schon damals gesagt wurde, von einem weisen Mann. Looten und leveln. Ja, das mag ich im Spiel. Jeder mag looten und leveln. Also das ist doch das Grundprinzip hinter allem. Haben wir neue Streichhölzer, hat er mit. Oh, wir haben jetzt voll die Streichhölzer. Also entweder lenkt das hier nur ab, oder man kann hier gleich durch. Ist hier irgendwas? Schade, ich dachte, hier gibt's noch was. Okay, dann laufen wir jetzt mal wieder zurück. Und gehen jetzt hier hoch. Zu links, da war eine Leiter. Die werden wir natürlich jetzt erstmal erklimmen. Von da aus, wenn wir Glück haben, geht's ja gleich weiter. Gucken wir mal. Oh, geht bis ganz aufs Dach. Ich dachte, wir kommen hier auf diesen Zwischenstock. Und hier geht's wohl ganz hoch. Oh, eine Statue. Krass. Teile? Was bist du? Ein Safe Spot oder was? Boah, 1000 Gel. Geil. Kann man das zerhauen? Das Gerät? Ja. Oh, was haben wir denn da? Ein Schlüssel. Cool. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber man sollte sich ja immer mal eines Besseren belehren lassen. Ach du Scheiße, da ist der Kunde die ganze Zeit. Das ist doch so einer, den wir ganz am Anfang hatten. Das ist doch der vom Anfang, oder? Der so Hannibal-Style ist. Also so Hannibal im Sinne von Resident Evil. Aber das ist doch der, oder? Da irre ich mich doch jetzt nicht. Mal durch die Hütte. Wieder runter. Ich sitze direkt hier hinter. Krank, Alter, Scheiße. Wie der rauskommt. Den erschießen? Scheiße, hab ich das nicht gesehen, Mist.
kann ich also nicht nochmal machen. Shit. Ja, das haben sie aber gut geplatziert, das Teil jetzt. Hier, die wussten, dass wenn der Typ auf einen schießt, dass mir da sofort langlaufen wird. Jetzt suchen wir mal die Flasche zu nehmen. Das versuchen wir mal nicht abzufackeln. Verdammt, der Typ sieht sofort. Hebel? Ziehen wir mal dran. Ist doch wie bei jedem Spiel. Ein Hebel. Wir sollten ihn betätigen. Scheiße, okay. Ich glaube, den werden wir leise erledigen. Das wird sich hier, glaube ich... Oh, geil, die Armbrust. Wir haben die Armbrust, Leute. Geil. Das sind erstmal den Typen jetzt hier von der Seite ausschalten. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil die Kamera sich so ganz schön scheiße bewegt. Aber... Jo, dreh dich um, Junge. Schnell, 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 schnell. Jawohl, haben wir. Und zack. Der war mal. Jawohl. Können wir gleich noch. Ach komm, ja. Heute der Geiz, der hat schon verloren. Jawohl, Alter. Qualenarmbrust. Diese klappbare Armbrust hat eine starke Sehne, die anscheinend schwere Projektile abfeuern kann. Explosivbolzen, ein explosiver Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der in der Luft geht, sobald sich Gegner nähern. Er kann an Boden und Wänden und sogar auf Gegner platziert werden. Sehr schön. Haben wir unsere nächste Waffe gefunden, Leute? Finde ich natürlich ausgezeichnet. Ich stehe auf sowas. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das schlau war. Ach, das ist wieder hochgegangen, der Hebel, okay. Wir müssen vielleicht ein kleines Rätsel lösen, ich weiß es nicht. Guck einfach mal, vielleicht müssen wir mal wirklich was machen.